Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trendsportfieber. Ja, es geht wieder weiter. Beim letzten Mal haben wir unseren Güterverkehr umgerüstet und haben uns zwei Krokodile angeschafft. Und da werden wir jetzt heute weitermachen. So, wie schaut's denn hier aus? Bahnhof ist fast leer. Wie schaut die Auslastung hier aus? Die ist relativ niedrig, aber eigentlich müsste die doch hochgehen. Weil die Züge wollen ja viel abtransportieren. Die nehmen ja alles, was sie kriegen, aber die Linie hat ein Problem. Das heißt, wir müssten hier was machen. Da sind wir ja quasi auch dran bis zu einem gewissen Punkt. Da haben wir ja schon begonnen, eine Strecke mal zu bauen, aber das Geld fehlt uns aktuell. Das heißt, wir lassen das einmal laufen und schauen mal, was sonst hier so passiert. Ah ja, das sieht man mittlerweile auch. Wir sind jetzt 1942 und da gibt es jetzt auch schon ordentlich Individualverkehr. Das heißt, da fahren auch die ganzen Autos, die man natürlich berücksichtigen muss. Wobei die gleich sogar schneller fahren könnten als unsere LKWs. Wir halten durch den ganzen Verkehr auf. Was aber wieder nicht schlecht ist, weil die Leute sollen mit unserem Zug fahren und nicht mit irgendwas anderem. Da kommt unser Lebensmittelzug mit einem Lebensmittel. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir uns vorstellen. Ich drehe mal die Karte wieder richtig, damit wir uns da wieder zurechtfinden. Ich meine, die Lebensmittelfabrik selber hat ja einiges. Allerdings nur für die Fahrzeuge. Wenn man sich das anschaut, Walder, Burgen, da wollen überall Lebensmittel hin. Burgen haben wir ja hier oben. Da fahren wir ja rauf. Wo ist denn hier das Industriegebiet? Ah, nicht da. Das ist hier drüben. Das ist dort auch, wo der Personenbahnhof ist. Was hier ein bisschen schade finde, ist, dass man keine Kombibahnhöfe bauen kann. Eben so ein, dass man sagt, ein Teil Personen, ein Teil wird für Güter genutzt. Ich meine, Personenbahnhof selber wäre natürlich hier Industrie, wäre Güterbahnhof top. Und Personen sind mittlerweile eigentlich mehr hier zu Hause. Das heißt, man müsste das theoretisch eigentlich umbauen und hier den Personenbahnhof. Aber genau, wir wollten ja hier noch weiterfahren. Deswegen sind wir rechts rum. Aber wir haben halt dann nicht mehr viel Platz für unsere Güter. Ich überlege gerade, ob wir nämlich Güter oder Lebensmittel mit dem Zug hier rüberbringen sollen. Das würde schon Sinn machen. Und die Frage ist jetzt nur, wenn wir mehrere Sachen hier irgendwann mal hinliefern wollen. Gut, Betriebe, die produzieren, sind ja sowieso alle da hinten. Das heißt, wir könnten da theoretisch auch hier einen Kopfbahnhof zum Beispiel reinsetzen. Da haben wir ja auch schon neu und alt. Was hatten die? Aber wenn man jetzt sagt, man nimmt in entsprechender Länge, die wir irgendwann brauchen würden, der ist relativ groß. Das heißt, das macht hier eigentlich wenig Sinn. Und wenn wir den drehen, also hier wirklich Güter hinzubringen, wird eher schwierig, weil der Platz einfach nicht da ist. Außer macht ihn hier irgendwo.
aber man sieht, in voller Länge würde er dann bis da runter gehen mit 320 Meter. Und das ist dann doch etwas, naja. Also andererseits ist eine kurze Strecke. Also da macht es eher weniger Sinn. Und die anderen können wir uns auch noch anschauen. Dann haben wir hier noch ein zweites, was wir anliefern. Neben Burgen ist Walda. Burgen, ja genau, Lebensmittel, Walda, Burgen. Walda ist hier unten, wobei es auch so eine kurze Strecke. Es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, da was hinzuliefern. Na gut, ich meine, wir hätten hier das Industriegebiet. Na, das Problem, was wir hätten, ist dann wieder das gleiche, was wir da schon hatten. Entsprechenden Tunnel und so weiter durchzubauen. Man sieht, das war damals eine Schwerstarbeit. Ich weiß auch gar nicht, ob sich so kurze Strecken überhaupt auszahlen von da nach da. Sind wir gleich mit dem LKW besser dran. Wo es vielleicht eher Sinn macht, wäre, wenn man da hinfahrt. Es ist schon weiter weg. Andererseits, da ist das Industriegebiet. Liegt hier wieder. Liegt hier wieder am Wasser. Das heißt, da kriegt man keinen gescheiten Bahnhof hin, außer man baut ihn hier rein. Das würde gehen, wenn man sagt, man macht hier einen Bahnhof. Ah, dann müsste man auch, naja, wobei, dann müsste man nicht hier durch den Berg durch, sondern man kann hier so in der Schneise quasi hier so rüber und da rein. Und dann könnte man hier Lebensmittel hinliefern. Aber macht auch nicht so viel Sinn. Kurzfristig, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen diese Lebensmittel einfach wegbekommen. Lebensmittel, Walder und Burgen. Schauen wir uns mal die Linien an. Burgen, da haben wir ja schon einiges auf Schiene. Walder noch nicht. Das heißt, ich trinke mal einen Schluck. Wir fahren ja aktuell mit einem Benz 40 km/h, 8 Stück. Und es gäbe aber mittlerweile schon den Opel Blitz. Der könnte 60 fahren und mehr mitnehmen. Das würde natürlich auch Sinn machen. 133.000. Wenn wir einfach eine Umrüstung machen. Würde natürlich auch gehen. 8 zu 11, das ist doch ein Drittel circa mehr, was wir mitnehmen können. 1, 2, 3, 4. Ah, sollten natürlich entsprechend einstellen, dass wir Lebensmittel auch mitnehmen. Weil so schön auch diese Automatikfunktion gemeint war, irgendwie funktioniert die nicht immer so, wie sie sollte. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und zum Beispiel, wenn wir mal die Walder, wie viel haben wir denn da? 6, 2, 4, 6, 8, 16, 16, 18. Fahren wir aktuell, würde ich sagen, 20, ja. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, und da machen wir jetzt eines. Werden wir hier die Walder, die mitfahren, die werden wir eliminieren. Wir werden hier vorher noch umstellen, dass wir in Zukunft
auf den Opel Blitz umtauschen. Was war jetzt los? Jetzt ist mir gerade das Spiel kurz rausgetappt. Ich hoffe, es gibt in der Aufnahme jetzt kein großes Problem. Genau, wir machen hier den Opel Blitz. Das können wir mal einstellen. Dann schicken wir alle Walder zum Verkauf. Alle Fahrzeuge ins Depot schicken und verkaufen. Und schicken dafür aber die jetzt komplett auf die Lebensmittelwalder-Linie. 20 neue. No. Müssten doch jetzt alle auf die Linie gehen. Haben wir die jetzt auf Walder geschickt? Mach mal einen Schluck. Sorry wegen den Huster. Hatte Baumaterial Walder da mal eine Linie? Da sind gar keine Fahrzeuge drauf. Oder jetzt die. Ach, Scheiße. Ich habe die falschen verkauft. Die vom Baumaterial Walder verkauft. Ach du Kacke. Okay, dann machen wir das anders. Baumaterial Walder, da brauchen wir jetzt wieder Fahrzeuge. So. Baumaterial, Walder, Baumstämme, Baumaterial. Wie viel haben die gerade auf Lager, Baumaterial? Für Walder 2. Sind gar nicht so viele eigentlich. Gut, da würden eigentlich weniger ausreichen. Aber wir sollten da auf jeden Fall wieder 10 draufsetzen. Baumaterial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, schicken wir dir mal. Jetzt schauen wir, dass wir es richtig setzen. Bauernhof, Baumaterial, Walder. Genau, und bei Lebensmitteln werden wir die jetzt alle aus dem Verkehr ziehen, die alten. Depot schicken. Depot schicken. Depot schicken. Müssen mal alle hier raus. Wir fahren jetzt nur noch mit den neuen. Depot schicken. Depot schicken. Genau. So. Leider kann man nicht sagen, wie einen Typ quasi auf der Linie komplett ausmustern. So muss die wirklich immer Schritt aus dem Verkehr ziehen. Genau, der muss noch weg. Der muss weg. Da muss der noch weg. Genau, und jetzt haben wir quasi genau 20 von den 9. Und dann
alle verkaufen. Die werden alle verscherbelt. Da haben wir noch welche. Da macht man das gleiche, die kommen auch alle weg. Der wird auch verkauft. Dann wird der noch. So, da haben wir noch einen, der kommt weg. Jetzt haben wir hier noch einen. Der kommt auch weg. So. Jetzt passt es aber wieder. Genau, jetzt haben die komplett neu. Bauernhof. Okay. Schaut ja eigentlich gut aus. Dann können wir eigentlich gleich ja überall noch einstellen. Wenn die neuen schon da sind, dass wir überall jetzt den Opel Blitz als neues Fahrzeug nehmen. Auch hier, wenn sie tauschen, dann bitte auf einen Opel Blitz. So, die sind richtig. Hier das gleiche. Fahrzeug auswählen, Opel Blitz. Da haben wir eh nur die. Dann haben wir hier noch, da bitte auch auf einen Opel Blitz umstellen. Dann haben wir hier noch eine Ladung, genau vom Steinbruch. Wenn die umrüsten, dann auf den Opel Blitz bitte. Wobei beim Steinbruch auch mal die Überlegung wäre, ob wir da zumindest einen Zug bauen. Weil das würde Sinn machen. Schauen wir mal. Der Steinbruch, wo ist er denn? Der ist da hinten. Ist auch mit Vollkapazität. Also der steht auch 7 Monate und der würde nochmal aufrüsten. Es würde Sinn machen. Wobei es auch wieder so eine kurze Strecke. Wo ich mich selbst immer frage, rentiert sich das wirklich? Oder ist da nicht besser, wir fahren einfach mit den ein oder anderen zusätzlichen Fahrzeug. Auf Lager hätten wir jetzt noch 131. Könnten wir hier noch 1, 2, 3, 4. Stellen wir noch um auf Stein. Und geben es dann auf die Linie Steinbruch-Walda, genau. Dann können wir, die nehmen dann ein paar mehr mit. Schauen wir mal mit so einem Mitfahren ein bisschen. Schauen doch ganz gut aus. Er ist schneller als der andere. Das heißt, er wird ein bisschen aufgehalten, das ist klar. Aber er kann mehr mitnehmen, von daher wäre es jetzt nicht so ein Problem. Ja, das sieht man auch. Ja. Wir fahren natürlich da jetzt hinten nach, aber gut. So, was machen wir als nächstes? Personen, da ist ja auch alles gerammelt voll. Wie viel warten hier und wohin wollen die? Passagiere, Greierburgen 219.
Wie viel warten hier hinten? 130. Es ist quasi auch so, dass da eigentlich ein Zug nicht mehr wirklich ganz ausreicht. Das Problem ist, dass der Bahnhof nicht ganz zeitgemäß ist, aber wir haben nicht das Geld für eine große Umrüstung. Wir brauchen mehr Geld. Wie macht man das am besten? Ist die Strecke, die haben wir ja schon elektrifiziert. Wir könnten natürlich hier einen neuen draufsetzen. In der Konstellation, wie wir es schon bei den anderen Zügen gemacht haben. Das wäre eine Möglichkeit. Da haben wir ein Depot hier unten. Sollten wir eigentlich dann auch rüber können. Haben wir dann Gleiswechsel drinnen? Ja, hier. Ja, können wir mal hier einen neuen draufsetzen. Mit etwas mehr Kapazitäten dafür den anderen einziehen. Züge kaufen. Da haben wir gesagt, dann nehmen wir die. War das die Lok? Ja. 100 km/h Universallokomotive, genau, mit Büchleantrieb. Einmal. Und die Waggons, dann nehmen wir wieder die großen grünen. Nehmen wir wieder 6 Stück mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haltelänge 140. Und der fährt jetzt auf der Linie Greierburgen. Genau, das ist die Neben. Ist die Nebenlinie? Schau mal, Greierburgen, weil die andere fährt Breitenbach. Ja, genau, das ist die richtige. Und dann werden wir den ersten Zug, nämlich den da, der soll ins Depot fahren. Und er fährt zu Zugdepot Nummer 2. Gut, dann holen wir uns da das. Sobald er da ist, wird der ausgemustert. Okay. Wir könnten natürlich auch, wenn wir jetzt weiterhin Geld verdienen, auch mal schauen, dass wir Schulden zurückzahlen. Das wäre auch mal angebracht. Wie viel haben wir denn aktuell Schulden? 25 Millionen. Oder wir investieren weiter in den Streckenausbau. Wir haben ja hier derzeit die Endstelle. Was wäre denn die nächste Stadt, die wir anfangen könnten? Das wäre einmal hier. Ahrenrad. Und dann hätten wir noch hier hinten, wo ist da die Endstelle jetzt? Genau, da war Ahrenrad und dann hätten wir hier noch eine Linie, die wir bauen könnten. Wobei, die könnten wir auch von hier dann wegziehen. Lass mal hier das anfahren. Dann haben wir hier noch eine Strecke, wo wir hinfahren könnten. Und zwar, wie heißt die Stadt? Melrichstadt. Da könnte man auch hin. Ich meine, von der Streckenführung, sah man einen Berg dazwischen, wäre es fast einfacher, hier rüber noch zu fahren. Oder wir machen hier die Kurve rauf nach Fressdorf. Weil Fressdorf, da liefern wir ja schon Lebensmittel hin. Das heißt, es würde auch Sinn machen, da einen schönen Bahnhof zu bauen. Den könnte man dann eventuell. Ja, der
bin ich gerade wirklich am Überlegen, wie man das am geschicktesten machen könnte. Oder wir lassen das und ziehen dann von hier unten quasi hier rüber über Nambom. Nambom. Ja, wäre auch eine Möglichkeit, dass wir hier rüber das Gleis nutzen. Ist ja alles zweigleisig, das heißt, da kann man ja ruhig mehrere fahren lassen und ziehen dann hier so rüber und hier bis nach Fressdorf durch. Hier wäre eine Variante, wo man sagen könnte, könnte man ein Schiff testen. Wäre auch eine Möglichkeit. Was haben wir denn? Also Möglichkeiten hätten wir genug. Aber wir brauchen halt ein bisschen Geld. Ja, und ich sehe gerade, wir sind bei 25 Minuten. Dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Werden wir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wie wir weitermachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Trendsport Fever. Tschüss!